Ich will nicht nur Präsident der Fußballer sein, sondern von allen. Von allen Sportlern, die beim FC Bayern und unter dem Dach des FC Bayern sind, aber auch von allen Mitgliedern und Fans. Wir haben ja drei Profimannschaften, einmal bei den Herren im Fußball, einmal bei den Frauen im Fußball. Dann am Samstag beginnt die Basketball-Bundesliga. Da gibt es natürlich auch viele administrative Dinge zu tun. Aber es macht mir unheimlich Spaß und es gibt nichts Schöneres, wie Präsident beim FC Bayern München zu sein. Wenn man hier so durchfährt, München ist einfach eine wunderschöne Stadt. Ich komme aus Dingolfingen, das ist etwa 100 Kilometer entfernt hier von München. Aber hatte die Gelegenheit, schon als kleiner Junge in München viel Zeit zu verbringen. Und wenn ich in der Früh zur Säbener fahre, fahre dann über die Isar drüber, sehe die Leute an den Isarauen spazieren gehen. Ich bin einfach verliebt in diese Stadt. Ich will auch für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, für unsere Abteilungsleiter, für unsere Sportler, die eben nicht so im Rampenlicht stehen, für alle unsere 295.000 Mitglieder und Fans will ich der Präsident sein und versuchen, alle in die große Familie des FC Bayern einzubetten. So, und jetzt fahren wir am berühmten Grünwalder Stadion vorbei. Hier stand ich als kleiner Junge auf der Tribüne und habe dem FC Bayern zugejubelt. Ich kann mich noch erinnern, ich war so um die 10, 11 Jahre alt, als mein Onkel mich zum ersten Mal mitgenommen hat. Ich war so aufgeregt, in dem Stadion zu stehen und dann die Spieler zu sehen. Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier. Ja, das war eine tolle Zeit, ich erinnere mich gern zurück. Wer ist denn von euch fürs Wetter verantwortlich? Servus Andi, gratuliere zur Europameisterschaft. Hallo Niklas, Herbert Heiner. Hey Andrea, nice to see you. How's it going, Coach? Okay. Na okay, it's not good enough. It's 9 degrees, it's raining. Yes. How can it be better? Typically Italian weather. No. Ich finde, Basketball passt hervorragend zum FC Bayern. Unser damaliger Vizepräsident Bernd Rauch und Uli Hoeneß haben ja vor 10 Jahren dann Basketball professionell aufgezogen. Es ist überhaupt kein Vertun, dass wir in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft gewinnen wollen. Wenn man hier in den Audidom kommt zu den Spieltagen, das ist eine tolle Stimmung. Da sieht man, wie viel Münchner auch gern Basketball lieben und das passt hervorragend zum FC Bayern. Wir haben eine über 50-jährige Geschichte mit Frauenfußball. Ich bin in regelmäßigem Austausch mit Frau Danner und Frau Recht, die ja beide für den Frauenfußball bei uns verantwortlich sind. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, dass wir nicht nur in die deutsche, sondern auch in die europäische Spitze kommen. Ja, sehr gut. Ich finde es klasse, dass der FC Bayern München eben nicht nur Fußball spielt, sondern auch viele andere Sportarten betreut, sei es Handball, sei es Kegeln oder auch Schach. Und dass er sich halt nicht nur für eine Zielgruppe entscheidet, sondern dass er versucht, so vielen Menschen wie möglich die Chance zu geben, Sport zu betreiben und sich mit anderen Sportlern, Mitgliedern und Fans auch auszutauschen und zu informieren. Ich habe vor 40 Jahren selber eine Kneipe als Student noch aufgemacht und auch betrieben. Und wenn ich das sehe, dann erinnere ich mich immer wieder gerne an meine alte Zeit zurück. Ich finde es unheimlich toll, dass man die Gelegenheit hat, vor oder nach dem Spiel hier im Clubheim sich nochmal mit den Fans ein bisschen auszutauschen. Gönnen wir uns das letzte Bier noch und trinken auf den Sieg. Vor fast genau einem Jahr saß ich um 8.30 Uhr hier mit wenig Schlaf, muss ich sagen, und hatte 4, 5 Mitarbeiter um mich geschart, um die Jahreshauptversammlung aufzuarbeiten. Und seitdem einen ständigen Dialog bis heute mit unseren Fans gehabt, sowohl mit den kritischen, aber auch mit den Fans, die weiter weg sind. Wir haben diesen Roundtable abgehalten, weil wir die unterschiedlichsten Gruppen zu dem Thema Katar zusammenbringen wollten.
Und ich fand, es war eine sehr, sehr interessante, auch konstruktive Diskussion, in der die unterschiedlichen Ansichten natürlich zutage kamen, aber in der auch, glaube ich, gemeinschaftlich festgestellt wurde, dass es Fortschritte gibt in Katar. Natürlich würden wir uns alle wünschen, es würde noch schneller gehen, aber es gibt deutliche Bewegungen zum Positiven. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Mittagessen. Wir haben ja heute das Champions League-Spiel gegen Viktoria Pilsen. Ein wichtiges Spiel für uns. Wenn wir heute gewinnen, dann haben wir die ersten drei Spiele gewonnen und damit eine super Ausgangsposition. Und es ist schöne Tradition, dass am Spieltag der Heimverein den Gastverein zum Mittagessen einlädt. Und da freue ich mich schon drauf. Herbert Heiner, nice to meet you. Mr. Sadek, hallo, Herbert Heiner, nice to meet you. Guten Tag. Ah, Sie sprechen Deutsch? Ja, ich kann Sie Deutsch sprechen. Ja, gerne. Hallo. Hatten Sie Gelegenheit, noch rauszugehen aufs Oktoberfest? Ein Bananenzelt, Winzerfandel, aber super. Schön. Beim Fußball ist natürlich immer Emotion dabei, das ist ganz klar. Aber am Ende des Tages setzen wir uns hin und sagen so, wie sehen die Fakten aus? Was ist für den FC Bayern München das Beste? Wie man an der Transferperiode gesehen hat, hat dieses Zusammenspiel ja sehr, sehr gut geklappt. Oliver ist der Vordenker als Vorstandsvorsitzender. Hassan ist der Taktgeber in den sportlichen Dingen. Und ich bin so die Anspielstation für beide. Und ich versuche dann aus meiner beruflichen Erfahrung einen Teil dazu beizutragen. Ich würde mich freuen, wenn wir die nächsten drei Jahre in dieser Art und so konstruktiv und auch so ergebnisorientiert weiterarbeiten können. Denn am Ende des Tages haben wir alle ein Ziel. Wir wollen einen erfolgreichen FC Bayern München sehen.